hallo, es ist 6.25 Uhr. Ich stehe jetzt schon wieder im Laden, weil hier mein Computer ist. Und jetzt werde ich dieses Video hochladen, was ich gestern für euch geschnitten habe. Und vielleicht gefällt's. Vielleicht. Schauen wir mal. So, jetzt ist es mittlerweile 9:45 Uhr. Ja, nicht spät. 9:45 Uhr. Ja, ich bin zurück. Und jetzt fange ich an mit dem Einstellen von Angeboten. Also das, was ich gestern begonnen habe, muss ich jetzt zu Ende machen. Es geht um diesen Stapel hier. Es ist ja eigentlich nicht viel an Masse, also an Volumen ist es nicht viel, aber es sind halt viele Artikel. Das sind halt alle Prospekte, im Grunde genommen, ja, für Fotosammler. Ist halt eh eine Sammlung, die möchte ich jetzt verkaufen, weil die liegt ja bei mir nur rum. Und ich meine, es ist auch, ja, mit den Sachen von gestern ist halt immerhin eine Kiste voll, tatsächlich. Und das muss weg. Das stelle ich jetzt eben ein. Und jetzt fange ich an, um 9:30 Uhr morgens. Und mal gucken, wann ich zu Ende, wann ich fertig bin damit. Mit diesem Stapel. Jetzt sind, glaube ich, nochmal 60 oder 65 Auktionen. Schauen wir mal. So, ich bin total zerstört. Ey, es ist jetzt 17.10 Uhr. Ey, ich sitze immer noch am Computer. Es ist zum Kotzen. Ich habe nicht mehr viel, aber noch 10 Stück oder so. Oder so. Die mache ich jetzt auch noch. Und dann reicht das auch für heute. Also, furchtbar. Ich sag euch, ihr kriegst so eine komischen Augen, so, das tut alles weh hier oben. Das könnte ich nicht stundenlang Computer ausführen. Meine Frau ist lustig gerade. Kommt alles ins Netz. Ich hoffe damit. Nein, so ist das. Genau, die ist schon im Netz mit ihrem wundervollen Gedicht. Hoi, Reka! Du, blöd, das ist baby. Oh, sehen die Pralinen so aus? Lässt du mal meine Pralinen in Ruhe? Nein, das darf kein Mensch. Ich bin noch nicht einziger. Du kriegst ja auch keine. Hm? Nee. Das kann ja wohl nicht sein. Kannst du mir das ja nicht. Ich sag dir ja nur. Ach, du hast ja noch richtig viel. Ja, lässt du jetzt bitte meine Pralinen in Ruhe? Ich mach dir noch richtig. Oh. Du musst ja auch nicht richtig machen. Und wie sie duften. Ja. Nein! Besoffen. Vom Riechen. So, ich bin beim letzten Teil. Was hast du gemacht? Um Gottes Willen, es ist 18:04 Uhr. Ich bin fertig. Und der hat meinen Tisch voll geklebt, habe ich. Und ich sehe, dass sie klebt. Du bist es, Baby. Oh, jetzt hör doch auf. Also ich bin fertig, ich habe keine Ahnung, wie viele Seiten das sind. Die zähle ich jetzt auch nicht mehr durch und das war's. Ich guck mal nach, was wir brauchen. Ja, lass mal die Schuhe da, ich brauche die. 3 Ausgaben. 3 Ausgaben. Fertig, mehr schreibe ich jetzt nicht. Das war eine Tüte, bitte, jetzt gibt's dir. Jetzt gibt's dir. So. Mama, ich will aber ein neues, sagt es gerade jetzt. Gut, ich bin fertig. Ich bin auch fertig. 18 Uhr. Seit heute Morgen um, was weiß ich wann. Ich hab keinen Bock. Oh, 8:10 Uhr. Wir fahren zur Schule. 8:10 Uhr? 7:10 Uhr. 8:10 Uhr wäre zu spät. Ah, nee, kann ich jetzt nicht mehr. Gestern war ich krank den ganzen Tag. Nur im Bett liegen. Heute lege ich mich auch gleich wieder hin, wenn ich nach Hause komme. Kopfschmerzen ohne Ende. Oh, da schauen wir mal. Wir legen los. Ups. Wunderschön. Los, Spazi.
Sophie, dann kannst du deine Kerze auspusten. Bravo! Und hier was wünschen. Ich sah nur ein bisschen anders aus, aber... Blumen. Wollen wir es mal anmachen? Es geht nicht an. Jetzt sieht wieder anders aus. Hier? Ja. Selbst gespannt. Es geht. Papa, willst du dir die Ohren zu? Dein Kopfschmerzen? Aber... Das könnte auch die Flügel wehen. Blumen, guck doch mal. Was für Zuckungen. Du kannst sie auch füttern, Kamelchen. Okay. Du musst ganz streicheln, glaube ich, auch und dann. Das ist lustig, können wir auch unser auspacken. Achso, ja, ihr habt ja auch Kleinigkeiten. Hast du sie gesehen? Mama, ich bin auf Nadelreiten. Und das hier ist auch ein Pferd. Mama, muss ich Ich weiß sogar. Mama, muss ich dir etwa einen Namen geben? Ja, kannst du einen Namen geben. Gestern hat Luma mich aufgewacht. So, was nehme ich denn jetzt dafür, für so ein Bild? Keine Ahnung, mein Liebster. 450. 450, ja. Dennis, wie viel würdest du für so ein Bild nehmen? Original gemalt. 100. Original gemalt? Also keine Lithografie, ist gemalt. Ist gemalt. Ist ein getuschtes Bild. Tomalis? Nein, das kann ich nicht. Casa Gonzales. Nee. Ich würde einen 100er-Schein nehmen. Genau. Das ist eine Entwurfszeichnung für eine Bank, wie man sieht. Aus Keramikfliesen und. Ja, also wir haben die hergestellt. Keramik. 20er Jahre. Hier ist Milchstoff drin. Kann jemand mir Milch eingießen? Oder um. Skadi, was hast du da an deiner Hose dran? 450. Mein Becher. Also ich kann ja nicht, ich bin ja kein Händler. Das ist halt sehr selten. Auch deswegen kann man das so schlecht einschätzen. Aber natürlich, der Tür ist auf 500 D, wenn es nicht weggeht, dann verhältst du das. Ist wiedergeben? Ich sehe da auch überhaupt kein Problem. Ich glaube, ich gehe besser allein zum Arzt. So wie wir bei dir beim Arzt waren. Tommy war krank. Luma, gibst du dir das bitte wieder? Sie war das zuerst. Was soll das denn werden? Tommy ist krank. Wir gehen zum Arzt und der Arzt sagt, warum sind Sie denn da? Tommy meint, keine Ahnung. Also wir... Sind Sie denn krank? Nee, eigentlich nicht. Und dann ich so, Tommy, du bist krank. Du hast wahrscheinlich eine Mandelentzündung. Dann musste ich für Tommy beim Arzt reden, was er hat. Und der Arzt hat nur noch mit mir und er ist gleich seine Mutti. Und ich hatte recht, er hatte eine Mandelentzündung. Er musste Antibiotika dann nehmen. Aber vielleicht hast du so dran gedacht und dann habe ich in dem Moment eine Mandelentzündung bekommen. Kann man auch sagen. Ja, warum hast du mir impliziert? Das Lustigste war ja an dem Tag. Das war lustig, aber er wollte es ja nicht anders. Das Lustigste war an dem Tag, dass er dann einen Abstrich machen musste von den Mandeln. Er musste einen Abstrich von den Mandeln nehmen. Und Tommy hat einen ganz heftigen Würgereiz. Auf jeden Fall macht er den 10 Abstrich und Tommy hat ihm dabei total ins Gesicht gespuckt, weil dem Arzt macht der Arzt einfach und er so, hatten sie das nicht? Egal was sie hatten, ich hab's jetzt auch. Mann, Tommy, das tut mir doch weh, es ist keine Massage. Papa, du mich beschützt. Papa, nein. Au! Mappa! Hast du eine Ahnung, was eine Massage ist? Du, wenn du da hingehst, dann wirst du erstmal gebrochen. Damit du wieder weich zusammengeformt werden kannst. Ich bin schon völlig versteift. Ja, eben. Du musst erstmal wieder warm geknetet werden. Bist
bist du mit Auto gefahren, ohne Führerschein? Nee, ich arbeite bei deiner Polizei. Also du hast doch gesagt, alles, was du jetzt sagst, kann und wird gegen dich verwendet. Ja, nee. Weil dafür hab ich auch die anderen Kinder in die Kita gebracht. Und er sagt zu mir, du hast mich die ganze Zeit angesprochen. Ich habe ihn dreimal was gefragt, während er da 8 Stunden geschlafen hat. Ja, das war schon 3-mal zu viel. Richtig. Danke, Dennis. Ich habe ihm eine Hühnersuppe gekocht. Die habe ich nicht gegessen. Die er nicht gegessen hat. Na, jetzt ist sie schlecht im Topf. No, was? Zu viel Hühnersuppe? Der ganze große Topf ist voll. Nein, es ist nur noch ein Rest drin, aber das muss ich wegmachen. Hat er nichts gegessen. Habe ich extra, bin ich ganz schwer. Ich habe nicht gesagt, du musst das machen. Hast du auch nicht gesagt, aber ich wollte es für dich machen. Und jetzt bist du nur gemein zu mir. Ja, Undank ist der Welt in Lohn. Marlies, so ist es. Undank ist der Welt in Lohn, ja. Jetzt kümmere ich mal um deine Kinder da. Das merkst du auch mal bei Jungen. Ja. Da kannst du noch so nett sein, wie du willst. Und ja. So ist es. Ah, das hat richtig. Ich weiß nicht, ich mach's nicht. Stimmt's wohl. Das hat mich gar nicht richtig getroffen. Ah! Nee, aber das ist wirklich bei dir. Irgendwie hast du scheinbar. Ich hab's im Knochen getroffen. Lass mich, ey. Aua, Stalin muss den Streit schlichten. Das ist deine Tankstelle, Mensch. Da musst du doch mal ein bisschen Partei für ergreifen. Da wird nicht mehr getankt. Die läuft trocken. Die suchen Trockenbock. Mama. Ja? Willst du das Mama gehen? Mama. Gib das mal Mama, dann hat sie auch die Kraft des Turbodaums. Der Umknickdaum. Das steht hier, das ist eigentlich gut. Geht's so. Wie sieht die aus? Ach, mal, ich kenn auch nicht so viel. Aua. Gebratene Äpfel? Oder gebratenes Brot? Nein, ich bin Fleischesser. Ich esse gerne Fleisch. Es ist auch Fleisch. Mit, also Brot mit Fleisch. Oh, Brot mit Fleisch. Das sind gebratene Äpfel. Ach so, ne, ja, nehme ich trotzdem. Ja, schöner Geburtstagsfilm für. Jetzt geht's los. Heute wieder mal einer dieser Tage. Es ist wieder mal Geburtstag. Voll der Geburtstagsmarathon bei uns. Erst Anouk, dann Tommy, dann Lumen. Heute fahren wir einkaufen. Oh, haben die da rumgeruppt? Obwohl wir gestern schon einkaufen. Haben die hier rumgeruppt? Papa, sag das mal. Ich hätte das mal an hier. Papa, und dann sagst du das auch mit. Papa, kannst du auch mal sagen? Sag mal selber. Und die waren gestern. Sag mal selber, nimm mal. Ja. Jetzt fängt es an zu regnen. Kann nicht wahr sein. Und wir waren gestern schon einkaufen. Oder Papa? Wo kommt man denn hier nirgendwo runter? Ey? Ist ja unglaublich. Naja, ich weiß nicht. Na, wir waren gestern schon einkaufen. Ui. Yeah. Wir waren gestern schon einkaufen, weil meine Schwester gestern und heute Geburtstag hat. Und eigentlich hat sie gestern Geburtstag. Ja, eigentlich hat sie gestern Geburtstag. Feiern tun wir heute. Ja, feiern tun wir heute, weil gestern musst du aber immer lange arbeiten. Das ist eklig. Weil immer am Freitag jemand arbeiten muss. Das ist Achtung. Das ist Mama. Mama arbeitet immer am Freitag immer ein bisschen länger. Das war kalt. Ui, Papa. Es ist zu kalt. Es ist sehr kalt. Obwohl ich eine Winterjacke anhabe. Ich habe eine Winterjacke an, aber nicht zu. Ich habe eine Winterjacke an, aber ihr könnt jetzt mal gucken. Okay. Und? Ich habe den Halbmodus gehabt.
Hallo? Ja, Frau Rüdemann, wir brauchen Geld. Wir brauchen nochmal Hartgeld. Der braucht nochmal Hartgeld. 2 und 1 Euro-Stücke. Wir sind einkaufen gegangen. Haben wir alles bekommen? Und wir haben alles bekommen. Und ich musste sagen zum Fleischmann, können wir bitte Fleisch, können wir 1 Kilogramm Fleisch haben und 1 Wurst, 1 Leberwurst. Und jetzt könnt ihr sehen, wie wir auf den Weg zu nach Hause gehen. Tschüssi. Tschüss. Totaler Regen. Ja, total. Ich schütze die Kamera. Total. Eingekauft. Kasse einkaufen. Kasse einkaufen. Guck mal. Torte. Hey. Torte. Oh. Blumens Torte ist gekommen. Die sieht so toll aus. Togo Torte. Was für eine Torte. Ach, das ist ja furchtbar. Was ist denn furchtbar? Der Schmetterling. Thomas, du machst alles gut. Ja, das geht nicht. Wow, da geht so ein großes Stück. Montagmorgen. Wieder mal. Letzte Woche war ich sehr faul und krank. Zurück in den geliebten Keller. Jetzt zählt es hier los. Ja. Kaum offen. Kommen sie alle an. Plattenreifen muss ich machen. Deswegen habe ich kurz mal angemacht. So, hier unten bin ich fertig. Jetzt nach oben und räum da auf weiter. So, während der Dennis im Keller sitzt und sich sportlich betätigt, räume ich jetzt erstmal hier meine ganzen Fotografik-Sachen ein und werde hier ein bisschen Ordnung machen, auch wenn es eigentlich gerade frisch eingeräumt wurde. Es bedarf jetzt noch etwas Ordnung, etwas, wie sagt man, Schliff am Ende. So, die ganzen Dinger könnten ja regulär. Leica-Fotografie habe ich heute eingestellt. Für den Leica-Sammler. So, jetzt geht es an die Autografensammlung, an die Verwertung. Mal gucken, ob ich jetzt hier in dem einen Ordner irgendwas Verwertbares finde, was man zu Geld machen kann. So. Mal schauen. Schau mal schnell durch. Ihr könnt es ja mal mit Sarah Connor probieren. Fälle sind das schöne Motive. Sarah Connor. Ja. Fotografieren, einstellen. Schauen, was passiert. Ich gehe mal zum Fahrradladen, das muss man ja echt nicht auf jeden. Ja, dann ruhig.
Fingerposter. Signiert Jan Ulrich. Oh, mal schauen. Ich kann es im Laden nicht hinhängen, weil da vergammelt es. Das ist das Problem. Tür Unlimited. Ich probiere es mal mit denen mal. Mit Tür Unlimited. Also nochmal. Sarah Connor. Zweimal. Jan Ulrich, Tür Unlimited, Tim, Katharina Witt, Stefanie und Stefan. Die Schlager, Eulen. Ja, mal gucken, was das bringt. Werden wir sehen. So, Sarah Connor brauchen wir ja nicht ins Netz stellen. Jetzt so viel Scheiße von dir. Ja. Ja, gut, das war's. Fertig bin ich. Fertig und enttäuscht, dass diese Autogramme tatsächlich echt nur recht wenig bringen, muss man mal sagen. Aber wir haben ja hunderte davon. Also das ist ja wirklich so. Also ein Autogramm bringt im Schnitt, wenn du so willst, immer bei so einer Sammlung eh nur 1 Euro. Und das ist dann fast manchmal schon gut. Und davon, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das 4000 Autogramme sind, dann werdet ihr in Ordnung. Und 4000 Autogramme, das sind 4000 Euro. Da sind natürlich auch richtig welche bei, die richtig teuer sind. Das war jetzt hier nur so ein Versuch. Wir gucken mal, wie es läuft, wie es angenommen wird. Wahrscheinlich gar nicht, weil ich habe es ja alle viel zu teuer angesetzt. Aber ich werde natürlich mir jetzt auch nicht losgehen und diese ganzen Dinger einzeln einstellen. Da habe ich natürlich auch keinen Bock. Ich suche mir auch einen, der das komplett abnimmt. Die 4 Stück jetzt sind einzeln drin. Ein bisschen Ahnung habe ich ja auch von Autogramm. Wird man ja sehen. Ich meine, wenn ihr, wie gesagt, ich habe jetzt 2 Stück drin von Jimi Hendrix. Und da ist auch noch eins bei dem eben mit den Stones und so eine Geschichten. Das sind natürlich dann ganz andere Nummern. Die kosten dann ein paar Tausende. Aber. Also wie gesagt, ab und zu ein Autogramm verkauft, habe ich auch schon. Ja. Bloß, das ist halt so eine Sache. Mit den Dingern, die sind halt noch zu neu. Wenn du jetzt 20 Jahre liegen lässt, boah, nochmal 30 Jahre oder so. Ja. Dann werde ich vielleicht irgendwann sagen, wir sind auch damals Tektur Unlimited für Fuffi weggeben. Jetzt kostet die 500. Kann sein, weil es kein Schwein mehr kennt. Aber vielleicht, wenn du Pech hast, kennt die kein Schwein mehr und das interessiert auch kein Schwein mehr. Ja, so Arschkarte. Jan Ulrich kommt doch in den Fahrradladen. Sarah Connor kommt doch zu meinen Wix-Vorlagen. Ganz einfach, so wie man das halt macht heutzutage. Ja, so ist es. Damit verbleibe ich erstmal. Bis später. Nicht drüber springen, doch springen. Genau, da kann ich springen, wenn du schmal. Ja, du bist zu fett. Ach guck mal, jetzt gibt's schon auf. Das war's schon. Komm. Die alte Herrenriege. Durch die Eier.
In jeder Form. Blut. Blut, die Pisse. Ja. Ja, und dann bauen wir jetzt eine Todesrampe hier. Ja, der Tommy ist manchmal rausgekommen. Nicht oft, weil im Sommer ist er ja nur im Laden, aber im Winter ist der Tommy dann auch ganz schön oft sogar Hausmann. Aber das ist halt im Sommer so, im Winter so. Kannst du auch machen, Lumen? Das, was meine Frau nicht so gerne macht, bietet mir mal mit Krieger. Aber die hat ja Glück, im Winter bin ich zu Hause und ich mach das gerne. Ja, hin und wieder lasse ich mich dazu hinreißen. Ist ja irgendwo Sellerie drin und Sellerie magst du nicht. Ja, ja. Genau. Das ist ja für die Wurst. Achso, ich bin davon ausgegangen, dass er Zwiebeln hat. Habt ihr bestimmt, oder? Ja, wunderbar. Was könnte dir reicht zum Satt werden? Was? Ja, schmeckt. Ich hab alles andere hier. Oh, ja, das ist Kühlstoff. Kühlstoff. Das war ein ganz besonderer Schinken, das war Rinderhaut. Ja, dann holen wir den restlichen Schlons mit hin. Ja, die ist gut. Du bist nur in den Fall, wenn ich. Alles okay? Ohne Bluten, ohne halt. Stark? Echt stark? Was du neu hast, ich wollte mit zwei Jahren. Gib dir mal Anus. Ja. Super. Ja. Kröte aus der Provence oder so ein Scheiß noch holen, wenn ich mir. So, meine Frau flippt aus da drüben. Etwa kochen. Ui, 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 ui.
keine halben Sachen. Ich finde gut. Aber ein Bazookisch müsste ein bisschen. Ja, eher nicht. Ein bisschen. Haben Sie ihm so geliefert, die Dinger? Aber ist ein Wahnsinn. Mein Freund? Ich rufe die Verwaltung hier. Das geht eigentlich. Hier sind schon gute Sachen mit drin, Andrzej. Das stimmt. Das sieht man ja. Aber das kommt mir wer, schmeißt das so hin? Das ist die ganze Zeit, wo die alle Bücher... Ja, Bücherverbrennung, exakt. Das ist doch, verstehst du? Schlimm, wie sie das bei ihm in der Wohnung abladen. Aber nicht hier. Das ist so. Heute Abend ist er weg, sagt er. Von wegen. Ja. Guten Morgen. Da sind wir wieder. Tommy muss heute 2 Mieträder rausgeben. Der Tommy, das finde ich. Rüde sind in der dritten Person. Das ist ja unglaublich. Nee, warte mal, wie denn jetzt? Hey, achso. Ja, genau, so ist an. Habe ich mir das gemerkt immer. Oh, ich bin total krank. Gibt's ja nicht. Husten, Schnupfen, alles kriegt man, wenn man. Was sind das da für rote Punkte? Alles kriegt man, wenn man kurz mal Pause macht und nicht jeden Tag warm ist. Ich bin sofort krank. Furchtbar. Ätzend. Ja. Jetzt brauchen wir 2 Mieträder. Voll mit Müll, das geht natürlich auch nicht. Was haben wir denn jetzt hier noch? So, die letzten Stunden daheim. Auch meins. So, jetzt stellen wir heute rein. Ich muss mal ein bisschen Rabatz machen hier. I like. Paul Schlohr. Das ist, ja, ich weiß gar nicht, was das nimmt. Mach auch darin weg. Was soll ich damit? Tja, mal wieder in der Kiste voll. So schnell kann es gehen. Ah, oh, Lea, ein hohes Maß an Pünktlichkeit. Und sie ist nicht da. Zu kotzen. Ah, zieht sich das also doch in die Länge. Tja, dann bauen wir mal das Hinterrad aus. Und das Schutzblech ab und. Der Zahnkranz ist ihm zu klein. Mhm. 16 Zähne.
Jetzt kommen die 16 Zehner auf. Ist es ein bisschen leichter. Hoffe ich. Hoffe, das ist leicht genug für den Herrn. So, das ist erledigt. Die Kette muss natürlich jetzt auch noch. Jo, na gut, haben wir. Ah, nee, ich kann ja nicht so zerbröseln, ey, also wirklich. Das Ding ist jetzt 2 Monate alt. Das Blech. Nach 2 Monaten zerbröselt es so, ich weiß nicht. Das taugt doch heutzutage alles nicht mehr. Kannst du sagen, was du willst? Das ist alt und noch schlecht. Scheiße auch ab. Da sind die neuen Bleche. Jetzt sehe ich aber erst noch mal gucken, ob ich die Schlüssel jetzt übergeben kann. Und danach baue ich die an. Weltrekord für ein Bild. Hammer! Da irgendwie 3 Schlösser? 4 Schlösser. 4? 2 pro Brett. Sicher ist sicher. Hast du jetzt auch 2 pro Brett? Naja, jetzt bei denen sind so schön neu. Ja, ja, ja. Der Winter ist so trüb. Ey, ja. Ich hab grad diesen komischen, da ist doch was, da gibt's so ein Boot, weißt du, der reinigt so den Kanal. Ja. Der hat nur Fahrräder drauf gehabt. Ja. Wie viele Leute schmeißen denn Fahrräder in den Kanal? Ja, und voll viele von diesen Apps, weißt du? Ja, ja. Von diesen, wie heißt das? Lidl. Next Bike. Lidl und Next, so. Ja. Voll. Wir haben alle geklaut. Ey. Willst du so den Vertrag mitnehmen oder machst du das so oder wie lange haben die den? Oder? Ich weiß nicht, ich glaube, die wollen nur für 1 oder 2 Tage die Fahrräder haben. Naja, 1 Stunde 11 Minuten, das ist viel zu lange für so ein Geld. Dann dauert es ja eigentlich noch länger. Naja, naja. Auf in den Keller, auf in den Kampf. Platter Reifen. Kann man die Leute nicht hängen lassen wegen dem platten Reifen oder so. Das muss ja nicht sein. Meine Güte. Guck da. Doch, komm. Komm da, gib mir. Jo. Nehmen wir mal an. Platter Reifen. Mal gucken. Prost, Kaffee.
Halt mal kurz den Stream an. Jetzt geht's los. Also nochmal den Kaffee, guten Morgen. Jetzt nur ein kleiner Reifen zwischendurch. Dann hätte ich das Video halt jetzt auf. Jetzt das, was man zwischendurch mal anfällt, mich hat gerade einer angerufen. Beziehungsweise angeschrieben, hat gemeint, naja, was ist denn, hast du bis März nicht mehr offen? Ich hab nur einen glatten Reifen. Das machen wir natürlich, das ist überhaupt kein Thema. Machen wir mal schnell. Ne? Also, sehen wir uns gleich. Total ärgerlich. Ich bin jetzt fertig, aber ich muss es nochmal machen. Weil der Mantel reißt auseinander. Jetzt war da. Ich weiß nicht, ob man das bei dem Licht sieht. Aber da geht er auseinander. Der reißt er. Der reißt er weg. Wenn ich jetzt weiter aufpumpe, ist noch nicht aufgepumpt, richtig. Dann reißt der Mantel. Kann ich hier oben sehen? Da. Das kann man so natürlich nicht lassen. Also muss man es nochmal machen mit einem neuen Reifen. Aber nur eins. Jetzt noch eins von zwei Bremszügen. Aber bitte nur den rein. Nur nicht auf die Idee kommen, jeder zu machen. Drei. Rad Nummer drei. Kam auch gerade. Muss auch heute neu gemacht werden. Der Radplatz. Landrat sagte, ist es ja, ja, die hat es nicht gehört. Willst du dich freuen? Kostet nicht so viel. Na, richtig was los im Laden hier. Unglaublich. So, ich gehe mal gleich zur Ordnung. Wir hatten einen schönen Designerstuhl zu verkaufen. Das schaue ich mir mal an. Auf alle Fälle schaue ich mir mal an. Mal gucken, ob ich seine Nummer habe, dann rufe ich ihn vorher an, ob er überhaupt da ist. Na, hallo? Du bist ja pünktlich, das ist gut. Ja, so kann man sich verabreden. Genau 12 Sekunden nach dir. Ja, 12 Sekunden, du hast die Zeit gestoppt. Ja, so ist das wie in einer guten alten Zeit. Einfach verabredet, um 15:15. Und sie kommt um 15:15. Ja, man muss mal nicht telefonieren, ach, ich bin gleich da oder so. Sondern einfach kommen. Das finde ich gut. Klassisch. Toll. So, jetzt geht's zu Anni.